Ich komme! Sprung! Habt ihr das auch gehört eben? Hat uns wer gerufen? Scheiße, was geht hier vor? Wir sichern uns erstmal hier die ganzen Höfe und das alles um Weißlauf herum. Können wir eigentlich auf dem Pferd machen. Das ist nur eine Wache. Die Besitzer sind ja leider alle gerade nicht da. Hier passieren seltsame Sachen. So, Hühotte. Hauptsache, es spawnt jetzt nicht gleich schon der nächste Drache. Kommt Iola hinterher? Aber gerade so. So, was haben wir hier? Die Honigbräuerei. Nam. Offen? Natürlich nicht. Blöd, dass wir hier jetzt überall im Dunkeln hinkommen und keiner zu Hause ist. Müssen wir später nochmal auflaufen. Was steht hier? Was steht hier? Honning Brew Mattery. Das ist ein komisches Wort. Und mein Nachbar hört schon wieder laut Musik. Döff, döff, döff geht's. Das ist furchtbar. Das nervt mich total. Vielleicht sollte ich doch mal hingehen und sagen, dass das so nicht geht. Ich habe bisher eigentlich immer vermieden. So, der Eisfurchenhof. Was haben wir hier noch? Na komm. Der Hof der Kampfgeborenen. Aha. So, noch irgendwelche interessanten Sachen hier in der Nähe. Ein Stein ist hier irgendwo. Und da hinten sollen noch Höhlen sein. Da ist eine Brücke. Ich gehe da hinten nochmal schnell gucken. Nach Weißlauf können wir auch am Morgen zurück dann. Was hüpfen die da hinten eigentlich im Wasser rum? Was ist denn da los? Wo wollten ihr hin, Leute? Hallo? Unhöfliches Pack. Ah! Ah! Iola! Mach was! Mein Pferd ist in den... Nein! Dummes Pferd. Warum? Was habe ich denn denen getan? Wieso sind die kaiserlichen Soldaten jetzt auf mich losgegangen? Was sollte das? Das fand ich jetzt gar nicht nett. Och nö. Habe ich danach echt keinen Speicherstand mehr? Leute, ich mache an dieser Stelle einen Schnitt. Wir sehen uns dann nach dem Kampf wieder. Wenn ich die Höfe da hinten erforscht habe. Bis gleich. So.
So, Leute, ich habe den Drachen jetzt nochmal getötet. Diesmal habe ich es im Nahkampf versucht. Beziehungsweise ich habe gewartet, bis er gelandet ist und bin dann von hinten ran und habe ihn mit meinen Schwertern geschnetzelt. Das ging auch überraschend gut. Er hat mich einmal mit seinem Feuerstrahl erwischt. Er hat uns aber insgesamt nur halbe Lebensenergie abgezogen. Ich hatte gedacht, dass der effektiver ist. Das heißt, dieser Drache, das war wirklich halt nur so ein Tutorial-Drache. Das können wir jetzt nicht unbedingt stolz drauf sein, dass wir den besiegt haben. Und dann bin ich noch schnell diese Höfe da abgeritten, damit die wieder auf unserer Karte sind. Jetzt sind wir hier wieder bei den Stellen von Weißlauf. Und können jetzt in die Stadt zurück. Wir wollen ja dem Jarl Bescheid sagen, um diese Quest dann auf die nächste Stufe zu bringen. Ach, das sind die Khajiit wieder. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wo geht's in die Stadt? Hier. Einmal ganz quer rum. Hallo Jungs, na, heute auch schon einen Drachen getötet? Ich habe nämlich einen Drachen getötet. Ja. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Und nicht nur das, ich bin auch noch Let's Player. Was sagst du dazu? Die Himmelsschmiede war schon da, bevor die Gefährten Jorvaska gebaut haben. Aha. Das ist interessant. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist es egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Hi Jungs, worum geht's? Was ist los? Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Von mir aus? Wen sucht ihr denn? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. In höchster Not. Warum sucht ihr denn diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Na, ich weiß nicht. Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Ich weiß nicht. Haben wir die schon getroffen? Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Ich hatte gehofft, mit dem anderen auch noch sprechen zu können, aber das hat sich wohl erledigt. Eine Rotwadone also. Ist die Quest markiert? Bis jetzt nicht. Naja, wir halten mal die Augen offen. Vielleicht finden wir sie ja irgendwo. Haben wir nicht auch schon eine Rotwadone hier irgendwo getroffen gehabt? Eine Gruppe, die sich selbst die Alika nennt, ist auf der Suche nach einer Rotwadonin in Weißlauf. Woher kenne ich denn den Gruppennamen? Den haben sie mir gar nicht verraten. Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig Met. Immer noch durstig? Jetzt nicht mehr. Dank eurer Hilfe. Geh weiter. Aber sicher. Ich hatte gehofft, wir könnten jetzt vielleicht irgendwie nachfragen und uns ein bisschen umhören. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Ach, das kennen wir auch aber schon. Wenn ich meine Tochter in den Arm halte, dann weiß vielleicht ich, wissen die Gefährten ja was. Und ansonsten, ich bin versucht, als nächstes vielleicht die Quest für die Gefährten zu machen. Diese Falma zu töten da. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ah, der richtig Dumme ist der Blonde aus dem Keller, also mach dir keine Sorgen. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Ich suche nach Arbeit. Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Kümmert euch um diesen. Es war ja nur ein Versuch. Was bedeutet es denn, dir ein Gefährte zu sein? Ich war noch nie der Klügste. Aber die Gefährten heißen jeden willkommen, der das Herz eines Kriegers hat.
In der Schlacht kämpfen wir für unseren eigenen Namen und den Namen der Gefährten. Könnt ihr mir beibringen, mich in schwerer Rüstung besser zu bewegen? Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Denn hier können wir schwere Rüstung trainieren. Oh, die haben wir ja, schon einen höheren Wert, als ich dachte. Ach so. Wir können pro Stufe allgemein nur 5-mal trainieren und nicht 5-mal pro Fertigkeit. Das ist ja doof. Und das Trainieren kostet das allgemein immer so und so viel Gold, oder? Das ist bestimmt abhängig von der vom Level des Skills, ne? Ich mach das einfach mal. Ich meine, wann sind wir schon mal mit schwerer Rüstung unterwegs? Bis zum nächsten Mal. Ja. Aber den konnten wir auch nicht nach der Rotwardonin fragen. Wir Graumähnen kämpfen schon seit vielen Jahren mit den Kampfgeborenen. Kein Feind ist erbitterter als ein alter Freund. Den kennen wir doch gar nicht. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach mal sämtliche Gesprächsoptionen durchgehen. Und wir beginnen damit, was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Wollt ihr meinen Rat? Denkt nicht zu viel nach. Kämpft wacker, der Rest kommt von alleine. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wenn ihr in meinem Alter seid, erinnert ihr euch nicht mehr daran, warum ihr etwas getan habt. Nur daran, dass es geschehen ist. Ja, senil sein ist scheiße. Eure Clans waren früher befreundet? Ja, wir waren einmal eng befreundet. Aber das ist schon lange her. Wir waren zwei der ältesten und angesehensten Clans der Stadt. Mit Wurzeln, die bis zu Iskramos Gefährten zurückreichen. Aber dann ist Olfred reich geworden und hat beschlossen, dass er und seine Sippe zu gut für uns einfaches, rückständiges Nordvolk seien. Als die Unruhen losgingen, schlug er sich auf die Seite des Kaiserreichs. Seitdem haben wir nicht mehr viele Worte gewechselt. Erzähl mir etwas über die Graumähnen. Es gibt bei uns ein altes Sprichwort. Die Graumähnen leben schon in Weißlauf, seit der erste Schnee auf Himmelsrand fiel. Naja, vielleicht entspricht das nicht ganz der Wahrheit. Aber unser Clan kann in diesem Fürstentum auf eine lange und stolze Geschichte zurückblicken. Wir respektieren die alten Traditionen, die Gebräuche der Nord. Und es ist schon seit vielen Generationen ein Graumähne, der die Himmelsschmiede betreibt. Was ist mit euren Rivalen, den Kampfgeborenen? Ja, sie sind ein alter Clan wie wir. Aber sie haben sich auf die Seite des Kaiserreichs geschlagen, als der Aufstand losbrach. Olfried Kampfgeborener hat sein Geld mit der Landwirtschaft verdient und unter den Adeligen des Kaiserreichs neue Freunde gefunden. Jetzt steht er auf der Gehaltsliste des Kaisers, genau wie alle anderen. Ohne Achtung für Ehre und Tradition. Tja. Ich hatte eh alles gesagt. Ich hab mich auch immer noch nicht entschieden. Brill? Er ist Brill. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Ja. Schlaf weiter. Herr. Ich habe mich auch immer noch nicht entschieden, auf welche Seite wir uns in diesem Bürgerkrieg stellen sollen. Ich meine, das Kaiserreich hat versucht, uns den Kopf abzuschlagen. Dafür sind die Nord... kommen schon ein bisschen rüber als Rassisten. Alles, was nicht Nord ist, ist scheiße und muss aus dem Land raus. Und das ist, Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Für mich natürlich gar nicht so schön. Ach, hier ist die Treppe. Wir sind von der anderen Seite rein. Ah, ja. Das bringt ja eh nichts, da runter zu gehen. Die können mir bestimmt auch nichts über die Rotwardonin sagen. Da erreichen wir vielleicht am ehesten was in der Kneipe. Das könnten wir mal versuchen. Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Und dann müssen wir bei Gelegenheit auch mal wieder nach Hause. Nach Seeblick. Und so ein paar Materialien da abliefern. Ach, hier guckt mal, der... der Heimskar ist auch wieder mit von der Partie. Die 8, die 9 wurden. Mhm. So, hier ist ja eine Kneipe. Vielleicht wissen die ja was.